Komponenten relativ ausgewirkt. Die wissen diese Komponenten nicht im Patreon
vorne rausgesetzt und versucht den Ball für die Welt ein. Das ist ein neues Team für den Postfix. Der in der Lage ist, Gewicht umfassen. Die meisten Leute werden wahrscheinlich die Messblocks kennen. Viele Leute werden vielleicht auch schon einen Fehler gemacht haben, die Messblockliste in die Messer genommen zu haben. Was ist das Problem da? Das Problem ist, wenn Data-Specialist in den Postfix oder was auch immer anbieten, ist absolut. Das bedeutet, im Moment, wo ein Fehler auf der Liste ist, checken Sie Mail. Wie lange bin ich denn vorbei? Ich habe vor 2 Jahren ungefähr eine Person gestartet und habe fehlerhafte Einträge in jede einer großen Blacklist gejettet. Das heißt, ich bin in der Lage gewesen, mit ein paar Tricks, perfekten Layers, perfekte Header und ein paar andere Sauereien in nahezu jede große Liste, ob es ein Spin-Off war, beim Kopf, was auch immer, einen Antrag reinzukriegen, der dafür gesorgt hat, dass ich zum Beispiel wenn Sie selbst wenn Sie diesen Data-Server nicht mehr hier reingehen, angekommen haben. Ja, das soll man nicht tun. Das heißt natürlich nicht pauschal, dass jeden Aspekt ist eine schlechte Sache. Man darf sie nur niemals als absolutes Kriterium irgendwas verwenden. Was kann man tun? Es gibt zwei Möglichkeiten. Das ist nicht mal zu entschuldigen. Dieser Vortrag ist ausgefallen. genau, absolute Wertung von Blacklisten. Also absolute Wertung ist, wie gesagt, schlecht, weil man gibt quasi die Kontrolle über den einzelnen Mailverkehr in die Hände eines dritten Anbieters. Das ist eigentlich etwas, was man nicht machen sollte. Einfach hier wirklich eigene Mail-Projekten sind, weil sie mal aus dem Kopf gelandet waren und wo immer. Das heißt, eine höhere Gewichtung. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist eine DNS-Blacklist-Gewichtung im Spam-Filter. Das ist das, was der Spam-Filter klassisch tut. Das heißt, jede Blacklist ist mit einer bestimmten Gewichtung versehen und jede Fork auf einer Blacklist erhöht die Chance, dass die jemand stärker wird. Das ist eine Möglichkeit. Nach dieser Lösung ist, die DNS-System ist die im System. Das gemäß RC28, 22, 21, ich muss einen Bounce verstehen. Das ist etwas, was ich auch nicht tun wollte. Warum sind sie böse? Warum sind sie böse? Weil sie Backscatter erzeugen. Ungefähr 80-90% aller Spams kriegen einen gefälschten Absender. Ergo tue ich mit einem Bounce eben einen Falsch erwischen. Ich kann den Bounce auch verwerten. Ich habe die Gefahr, dass ich unter Umständen eine Mail verbrochen habe. Das ist gemäß deutschem Recht über die Wahl. Darauf steht 3-3 Gefängnis. Auch eine Sache, die man nicht tun sollte. Eine andere Möglichkeit, die Gefängnis einzusetzen, ist eine Dichtungssache. Policy Gate ist eine Lösung für solche Lösungen von den Postings. Man kann auch mehrere Blacklists einbinden und andere Dinge. Aus diesem Zusammenhang ergibt sich am Ende eine Gewichtung. Nach dieser Gewichtung entscheidet der Policy Server, was er mit der Mail tut. Wenn die auf einer Blacklist ist, wird es wahrscheinlich korrekt sein, und hinter dich die Mehrheit. Zusätzlich kann ich Policy-Welt noch Plugins machen, wie Hero-Checks, Absender-Checks, Center-Verification, Recipient-Verification, all solche Sachen. Und aus diesen kann der Policy-Welt in die Richtung kommen. Das ist also die wesentlich attraktive Alternative, dass die Mail auf den 1-Verkost auf einer Welt zu gedeckt. Kann ich wirklich halten. Ein Beispiel dafür ist immer noch RFC Validation.org. Die haben vor 2 Jahren gesamt.de auf die Liste gesetzt, weil die deutsche ISO aus Datenschutzgründen keine vollständige Textdateneinträge mehr liefern. Das heißt, wir gehen von der Post anbinden, kriegt keine Stimme mehr. Viel Spaß. Ich finde bitte eine andere Alternative, das andere ist Post Forward. Was auch im Lager
Signalgewichtungen, das heißt, er sagt dann, wie nah ein Suchstring an dem ist, was er gefunden hat. Das ist schon mal so wichtig. Flotte. Ja. Großer Punkt bei uns natürlich Internationalisierung. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon was Bandit ist, ein Spiel bekämpft hat, aber erstmal im internationalen Umfeld. Das Problem mit Bandit ist der relative Begriff. Was für die einen Leute Bandit ist, ist für die anderen. Was für die einen Leute Bandit ist, für die anderen Leute vielleicht ein Newsletter, den sie haben möchten. Kann sehr problematisch sein. Das gilt natürlich für Fragen. Vielfach ist es so, Sie sind griechische User in den Diensten betreiben, interessiert Sie Japaner vielleicht überhaupt nicht. Können Sie davon ausgehen, dass es zu uns ist. Das ist gerade im großen Umfeld relativ schwer zu realisieren. Wir haben eine sehr große Anstrengung getroffen, dass wir unsere Marke so hingebogen haben, dass wir selbst im Diensten Sprachen verwendet haben. Das heißt, ich kann sagen, zum Beispiel, mit dem User-Mailing ist es englischsprachig in gewisse, also erwarte ich nur englisch-englische Sprachen. Holländisch ist mit Holländisch drüber, mit Deutsch ist mit Deutsch drüber. Entsprechend arbeiten auch unsere Sender. In dem Moment, wo ein Mail reinkommt, dann hat der Zielliste entschieden, ob es jetzt wahrscheinlich ist, dass diese Sprache ankommen soll. Und diese ist jetzt eine Gewichtung werden umgesetzt. Setzen halt entsprechend Funktionen, was sie tun. Und das heißt, wenn Sie eine griechische Mail auf eine deutsche Mail schicken, in dem Umfeld, können Sie mit dem Wissen davon ausgehen, dass das Spam-Rating wahrscheinlich ziemlich hoch sein wird, diese Mail in die Liste nie treten wird. Diese Mail wird dann nach. Es ist unheimlich leicht, deutsche oder englischsprachige Mails in den Bereich zu kommen. In dem Moment, wo Sie aber mit CP oder F4, Russisch, KUI, irgendwas Schades zu tun haben, lassen Sie uns alle. Ich glaube, wir haben 400, 500, 600 Teile im Monat nur im Schadenshandling gematcht, damit wir überhaupt in der Lage sind, dass alle Sprachen vernünftig herzustellen. Mit der Art, wie gesagt, immer besser, aber es ist leider auch nicht mehr so gut. Der Verlies ist hier auch schon mal Folien. Wir haben das ganze Weizen gehalten. Wenn ihr euch Fragen sind, nachfragen, abnehmen. So war ich jetzt alles stehen geblieben. Internationalisierung. Internationalisierung ist schon ein großes Problem bei uns, was auch sehr viel Arbeit kostet. So. Können wir den Ton schalten? Man muss selbstverständlich mit vielen, vielen Jungen sagen. Eins kann ich versprechen, egal was für Disclaimer, was auch immer Sie schreiben, es ist egal. Sie werden gelesen. Ob da unten drunter ein Mail steht, bitte senden Sie dort an die E-Mail an zu subscriben. Mindestens 10 Wörter Tag gegen das Licht. Dann wird uns wieder helfen und ungefähr 80% eines Tages. Wenn man sich intensiv mit einem System beschäftigt, geht darum, dazu zu helfen, die Anwendung zu lesen. Da geht es die Dinge auch kein Weg vorbei. Egal wie man schreibt, es geht kein Weg vorbei. Anderer wichtiger Punkt, der sehr anstrengend ist, sind rechtliche Dinge. So zwei, dreimal am Tag schreibt es irgendein Rechtsanwalt an, der gerne möchte, dass dieses oder jenes Posting aus der Mailingliste entfernt werden soll, weil derjenige es nicht so gemeint hat, aber ob ich es geschrieben hat, oder es einfach beendet ist. Dann muss man umgehen. Auch sehr schwierig. Problematisch ist aber das Rechtssystem. Was in Deutschland illegal ist, ist in den USA lange nicht illegal, was in Holland illegal ist, ist in Deutschland lange nicht illegal. Und so weiter und so weiter. Man muss einen entsprechenden Weg finden. Je mehr das in meiner Meinung gehandhabt, die entfernen keine E-Mails, außer wir entfernen keine E-Mails aus unserem Listenarchiv, außer ganz klar senden. Oder ist es eben hochgradig illegal. Wir haben schon sehr viel angefangen, aber man muss sich auch darüber
im gesamten Usenet. Google gibt es natürlich auch. Das heißt, die Mails sind aber in einem Minuten im Archiv. So ein wunderbares Beispiel, wenn man gezeigt hat, wie bei Google durch den Kanal sein. Das ist ein Thread, der in den Level alle 2 Jahre mal auftaucht. Keiner weiß, wo er kommt. Keiner weiß, was er eigentlich soll. Aber das ist der Haupttreffpunkt für den Level. Also einfach ganz normal bei Google, dann findet man den. Durch den Kanal ist es die ersten 3 Wissenschaftler, die einher mit den großen Problematik, die viele Leute jetzt haben, dass viele Dinge, die sie in ihrem Leben gemacht haben, in dem Raum nachlaufen. Das Interface ist nicht. Das gilt für User, das gilt für Administratoren, das gilt für jeden, der irgendetwas im Internet publiziert. Gehen wir mit dem Thema auf einen zurückfallen. Das beinhaltet natürlich auch unsere wunderschönen Flameboards, die wahrscheinlich jetzt auf dem Source-Flameboard sehen hat. Ein mehr, ein weniger. Die muss man dann wieder aufstellen, das ist mal kontrollieren. In dem Moment, wo ein solcher Thread aus Kontrolle gerät, muss man sich überlegen, was man tut. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Muss eigentlich vorsichtig sein, wenn man die E-Mails darauf abschaltet, dort blockt, ist ganz schnell der oberste Zensurboss und mit den unglaublichsten Schimmelbildern bedacht. Es gibt dann wenn wir merken, dass solche Sets gegangen sind, die unbedingt kontrolliert werden müssen, raten wir bestimmte Leute einfach runter. Passiert E-Mails, brauchen etwas länger, um verarbeitet zu werden. In dem Moment, wo diese E-Mails etwas länger brauchen, kühlt das Ganze völlig automatisch runter. Funktioniert wunderbar, kann ich nur sehr empfehlen, um ein Set unter Kontrolle zu kriegen. Einfach die E-Mails von bestimmten Leuten, das sieht man ganz schnell, holt den Set an und sieht meistens dieselben 3 Leute, die das Set teilnehmen. Man Transparenz ist ein ganz anderer wichtiger Punkt, wenn man solches Environment betreibt. Man kann natürlich viel Verborgen machen, man kann Leute auf Checklisten setzen, man kann solche Dinge tun, um seine eigene Business zu kontrollieren. Ob das sinnvoll ist, die meisten sagen, ganz anderen Papier. Ich empfehle, wirklich transparent zu sein. Das heißt, wenn man irgendwie gezwungen ist, auf dem Wissensansatz, irgendjemand von einem Listen soll zu blocken, soll man diesen Vorgang ganz allein machen. Du weißt, wer man ist. Du kannst einfach behaupten, man hätte irgendwie vom Bonus-Zensur. Man kann auch sagen, dass in einem Rechtssystem, in dem Deutschen zum Beispiel, es schon problematisch sein kann, Leute von den Listen zusammen auszuschreiben. Es gibt da ein Meldegesetz und ein Telekommunikationsgesetz. Da gibt es dann einen Straftatbestand der Postendrückung. Und wenn man nicht aufpasst, ist dann eine Lage schnell drin. Synchrones Medium. Das ist einer der größten Fehler, die eigentlich gemacht werden.
4 Minuten dauern, 5 Minuten, die kann wirklich das auch gerne mal eine Stunde dauern. Bei solchen Outsource-Projekten ist das auch kein Thema. Wenn da jemand mal 5 Minuten braucht, 5 Minuten. Und ein anderes Umfeld ist ein bisschen schwieriger. Ich habe einen Kunden, großen Behördenkunden, 150.000 Nutzer, eine Spitze bis zu 12.000 Mails pro Minute. Und wir machen eine Zusicherung, dass er nicht mehr länger als 10 Sekunden im System bleiben darf. Der wird dann schon gigantische Anstrengungen darauf haben, um solche Sachen zu erhalten. Bis zu noch als eine einzige Maschine. Gerade der Kunde sind wohl wieder auf 30 Maschinen, um solche Zusicherungen zu erfüllen. Wird auch ein Projekt immer ganz einbindlich gehen können. Ich kann, also zumindest dem kann es sich nicht leisten, ich glaube auch andere Projekte können sich nicht leisten, einen Server zu stellen, der dann so klasse besteht. Man muss halt ein Leben, das E-Mail nicht so gut ist. Und auch mal Zeit brauchen. Ich habe Messungen gemacht im Spam-Filter-Bereich Performance Postfix Cloud. Selbst im aktuellen Hardware mit 8 CPUs groß schnell Platten kriegt man nicht mehr als 600 bis 700 Mails pro Minute durch eine Maschine. Punkt. In dem Moment, wo ich den Spam-Filter und für den kompletten Master ausnehme, werden auch 600 hochgerechnet in 6000. Wenn wir einen hätten, hätten wir wesentlich schneller den Master. Wir werfen am Tag, dass mal diesen 20.000 Eingänge, die wir da bekommen haben, treten vielleicht am Ende 4.000 Listen. Vielleicht 5.000 oder 6.000. Hängt auch von dem Tagesziel. Das, obwohl wir 100.000 von weggeworfen haben. Und selbst bei diesen 4.000 oder 6.000, die User erreichen, sind immer noch ein Zahlenteil von 1-2% dabei, den wir nicht fangen können. Problem dabei ist, wie man kann ich ja nicht aus der Filterrate von 99,7-98% drücken. Problem dabei ist, früher später landet man in der Holzbruchrate. Und die User hat das Filtern dann, können sie das vielleicht tun. Mich interessiert erstmal, dass die User ihre Mails bekommen. Wenn ein Spam-Ball ist, muss ich nicht leben. Ich kann die Rate einfach nicht so hoch drücken. Ich kann, wenn wir jetzt mal 12 Stunden weiter auf investiert, 98% filtern, um auf 99% zu kommen, keine Export investieren. Und das kann ich kein Funktionsprojekt der Welt erstmal leisten. Wir sind praktisch, sind wir aktiv zwei Spam-Listmaster, die das Ganze eben betreuen. Und mehr als eine Stunde am Tag kann ich nicht einstellen. Ich bin jetzt 40 Listen, glaube ich. Da ist sehr viel Bildung dabei. Und man kann halt keine Herz lesen. Der Fahrer zeigt, muss man aufgucken. Wenn man die richtig selber in der Welt Leute sieht, sonst dann der Boss dabei, das ist ein Flavor, das ist kein Flavor. Das sieht man ganz schnell. Das sieht man, das ist eine ganz typische Post-Charakteristik. Das nimmt exponentiell der Geschwindigkeit zu. Aber die Post scheint sie hängen können. Und so sehen dann die Mails meistens aus. Und das ist einfach haben. Weil gerade wenn man so Mails wie die Level, LKML, also Muskelmails, die High-Volume-Mails, aber am Tag gespielt, kann man 100-200 Mails zu übergehen, regelmäßig lesen, nimmt man einfach ein Gefühl, dass sowas funktioniert. Kann ich das kontrollieren? Teilweise ist es dann auch gemeldet.
grundsätzlich aber auch wir wollen eigentlich die User nicht kontrollieren. Das ist der absolute Ausnahmefall, dass wir das Wissenmaß in irgendeiner Form in die Swiss oder ähnliches eingreifen. Eben auch. Heißt,
sie dann wieder zugemacht haben. Also gerade haben sie ausgetan. Und 1% dieser Verbindungen hat sie dann ein Ziel. Das ist eine gängige Taktik mittlerweile. Sie versuchen, die jetzt so viel zu machen, dass sie irgendeine Form von Überlastung durchschalten. In der Hoffnung, sie lassen die Mails einfach durch. Und deswegen werden diese Mails einfach hoch belastet und die gelten Präsenz zu diesem Teil so zusammenzuführen. Das hat jetzt schon 6-7 Mal behandelt. Und so kriegt man nur solche Mechanismen nicht in den Griff. Da kriege ich jeden Messer der Welt tot. Schwierigkeiten. SMT ist heutzutage dermaßen teuer. Das SMT ist schwierig, aber das ist danach läuft. Das ist ein Filterung. Das ist ein Verhältnis auch ein unheimlich teuer. Mails zu verschicken kostet nämlich 2 Sekunden, aber eine Mails filtern, Kopierung zu prüfen, Stempelwerte zu geben und sie wieder auszuliefern, kostet mir noch 30, 40, 50 Sekunden. Das ist für so einen Spam-Sender ein gigantisches Verhältnis. Einfach unheimlich praktisch. Wenig Sachen, die so effizient sind. Egal wie man den Netz aber ausgerichtet oder der bleibt gegeben. Insofern nicht als IP aussperrt. Das ist das, was ich auch mal gelesen habe. Ja. Ja, also wie gesagt, das ist eine der Methoden. In letzter Zeit aufgekommen sind. Das andere sind unheimlich kurze Spam-Mails. Twitter ist auch toll, das hat zwar nichts mit SMTP zu tun. Twitter wird es auch benutzt, um Spam vor Jahren zu verbreiten. Das ist sowieso die neueste Methode, die eigentlich völlig abgelegt ist, aber wenn ich mich jetzt auch aufgeregt habe. Ich betreibe Paste.dm.net, das ist ein Paste-Service. Mich letztes Mal mit Hassel mit, das war nicht so schön. Da haben die Leute Meldwerke hinterlegt, diese Facebook, als Facebook in den Kunden und haben über Twitter die Kontrolle gesagt, hier Jungs, da mit der Meldwerke nachladen. Dann haben die über meinen Mail-Service sich diesen Mails geholt, haben den Mail-Service dekodiert und ausgeführt. Also das ist die neueste, vollkommen viele Methode, der man eigentlich sieht, mit wie viel Energie und auch Einsatz. Wenn diese Leute hier sitzen würden, noch Software entwickeln würden, dann wird wunderschön Software weiter. Also, allein auf die Idee zu kommen, ich habe das gut aufgelegt. Ich habe dann eine Datenbank noch gesucht, das ist eine Postgres-Datenbank hinter, habe mal diese extra lange Case rausgesucht, habe die Leute gerne abgezogen. Die dann hat es sich